Die ganze Hülse reinigen mit einem Wattestab, getränkt wissen mit dem guten Öl, auch hier außen, das soll das alte Fett wieder runterkriegen. Hier ist eine Feder. Die Feder ist ganz wichtig. Das muss genauso eingebaut werden, wie es hier ist. Zusammenbau, erst die Feder einsetzen. Einsetzen. So. Jetzt muss die Feder in die Führung. Feder zurückziehen. So. Ne? Feder mit dem kleinen Schraubenzieher zurückziehen, dass sie in die Führung liegt. Prüfen, ob die Feder richtig sitzt. Sehen Sie, oben sieht man nichts, dann sitzt sie richtig in der Führung. Wenn das nicht der Fall ist, funktioniert das Ganze nicht. Vorsichtig. Jetzt drauf. So. Und wenn wir jetzt verdrehen, dann sehen wir, dass das Ganze funktioniert. Und jetzt können wir das Ganze wieder aufbauen. Wieder einbauen. Festhalten. Antriebsschienen aufbringen. So, okay. Schraube wieder einsetzen. Die Schraube kann wieder verwandt werden. So, immer wieder zwischendurch die Funktion prüfen, es muss leicht gehen. So, jetzt darf sich die Nadelstange nicht mitbewegen. So, rastet es ein und die Nadelstange bewegt sich mit. Okay. Abdeckung wieder draufsetzen. Hier sind zwei Nasen. Und da ist eine Führung. Fertig.